Wir stellen euch heute drei Landvergnügenplätze in Österreich vor. Und Petra hat heute große Wäsche. Das heutige Video beginnen wir mit einem Drohnenrundflug über dem Hof der Familie Rattlingmeier in der kleinen Gemeinde Tachenberg. Den ersten Tag haben wir auf der Wiese übernachtet. Diese war etwas schief und heute können wir auf die gut ausgebaute Betonfläche wechseln. Da dieser Platz zu 100% unseren Vorstellungen entsprach, entschlossen wir uns, noch 3 Tage länger zu bleiben und verbrachten somit 4 Tage auf diesem wundervollen Hof. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir auf einen noch besseren Stellplatz. Genau, aber erst fahren wir erstmal einkaufen, ne? Ja. Ach so, und wir haben ja auch eine Reparatur anzumelden. Also wir haben ein Problem mit unserem Wasserhahn, mit der Wasserversorgung. Wenn ich hier aufdrehe, da kommt zwar Wasser, aber nur treppelweise und dann hört es auf. Wir wissen nicht, entweder ist es die Pumpe. Das hört total auf jetzt, ne? Und dreh jetzt mal drinnen, lass mal auf. Dann drehen wir hin jetzt hier hin, was da passiert, ob da was kommt. Uff. Ja, also hier geht's. Hier geht's. Okay. Und da geht's dann auch in der Küche wieder. Ach, da geht's dann wieder hier. Da geht's in der Küche wieder. Ach so, das ist ja putzig. Und, das, und dann versiegt das dann wieder hier. Das versiegt. Wir sind nämlich jetzt hier in... Bei Lietzen ist das, Weißbach bei Lietzen. Das ist ein Wohnmobilhändler, aber der hat auch Reparaturen mit und da versuchen wir unser Glück. Den Termin hatten wir einen Tag vorher telefonisch erhalten. Wir wurden sehr gut beraten und schnell stellte man fest, dass der Wasserhahn getauscht werden muss. Wir hatten Glück, dass im gut sortierten Lager einer gefunden wurde und keiner erst bestellt werden musste. Die Reparatur dauerte ca. 2 Stunden. Wir nutzten die Zeit und schauten uns auf dem Gelände etwas um. Besonders gefallen hat uns ein Detail in der Toilette. Und zwar ein Foto eines Wohnmobiles, eingelassen im Fußboden vor dem WC. Und nutzen jetzt die Gelegenheit, hier in Lietzen bei Lidl mal einkaufen zu gehen, weil wir bitte was nachfüllen müssen. Und da zeigen wir euch mal ein paar Preise. So, wir nehmen heute einen großen Wagen mit. Und gehen wir mal rein zu Lidl. Bitte, schönen Einkauf. Danke. So, jetzt schauen wir uns mal die Lidl-Preise an. Hier in Österreich, in Lietzen, sind wir jetzt im Lidl-Markt. So, Heidelbeer nehmen wir mit. Aus der Steiermark, 4,99 Euro. Melone nehmen wir mit. So eine kleine Melone. Genau, so eine Babymelone nehmen wir mit. Die hauen wir mit rein. Ah, das ist gut. Und so einen Saft nehmen wir wieder mit. Nehmen wir so einen Saft mit.
Schüssel Gumm nehme ich mit. Genau, ich nehme streich mit. Was kosten die? 1,49. So, ein bisschen Bier nehmen wir noch mit. Der Berlenbacher, das ist das... Wie viel nehmen wir mit? Nehmen wir 4 Stück. Das ist das Little Bier, da haben wir 4 hinein. Genau. Den hast du schon. Den hab ich schon. So, hier mal die Coca-Cola-Abteilung. Eine 0,5er kostet 1,59. Coca-Cola haben sie hier, die 2 Liter Flasche, 2,69 Euro. Beth, was hast du gefunden? Ne? Eine gute Flasche Wein. Zweige, 5,99. Die können wir heute Abend zum Grillen trinken auf unserem Betonplatz. In Deutschland verwende ich die Lidl App und hier in Österreich kann ich sie auch verwenden, indem ich das Land umstelle. €130 haben wir bezahlt jetzt. Bei unserem Lieblingsdiscounter Lidl. Ja. Hier ist mal das Amt, das ist verderbliche Zeug, was wir im Kühlschrank alles brauchen. Nach dem Einkaufserlebnis bei Lidl in Liezen fahren wir jetzt wieder zurück und haben uns jetzt entschieden, bei 28 Grad Außentemperatur in den See zu gehen. Haben einen schönen Parkplatz jetzt gefunden und gehen jetzt mal hier rein zum Buttersee. Wir haben uns mal ein kleines bisschen erfrischen. Haben wir alles Beet? Ja. Und die Wassertemperatur 25 Grad. Das ist ja schon fast wie in der Südsee. Gut, wir nehmen unsere Auflagen, ja, die sind genial. Die sind fürs Wohnmobil optimal. Kannst du zusammenklappen, hineinlegen, die Garage. Kopfteil hochmachen. Dort oben hast du was, wo du das reinstecken kannst. Sogar noch einen Reißverschluss. Wo du was reinstecken kannst. Genau, super. Position eingenommen am See. Gefällt dir der Platz jetzt hier? Ja, der gefällt mir sogar noch besser, weil wir hier Schatten haben. Und wir haben eine Fläche, eine ebene Fläche. Wir müssen keine Keile drunter legen. Perfekt. Hier unten am See waren wir vor uns, wo wir im Wasser waren. Ja. Man hier hinten, hier unten, das ist die Spitze vom Dachsteinmassiv. Das ist mal ganz übel, da kleine Tour da hinten. Jetzt ist es erstmal aus mit dem schönen Wetter. Jetzt fängt es erstmal an zu regnen und soll ein Gewitter kommen heute Nachmittag. Ist jetzt 17 Uhr. Auch das ist Wohnmobilfahren. Das Essen ist hier vorbereitet, oder wird vorbereitet, und draußen ist Weltuntergang. Ja, Beth, siehst du noch was? Nee, aber ich warte, bis das alles vorbei ist. Wie lange dauert es noch? Was sagt denn deine App? Die baut es gar nicht mehr auf. Ich habe irgendwie jetzt gerade gelesen, der Notruf ist ausgefallen. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich gehe jetzt raus und du diese glücklichen Enten filmen. Wir sehen, ob es durchhält. Ist ja ziemlich kalt draußen. Hast du das Handy? Nee, hast du doch. Jetzt reißen sie aus. Gib mir das Handy, das ist kalt. Ich bin schön geduscht jetzt. Also das Unwetter von gestern Abend hat sich verzogen.
Der Berg hat wieder eine Wolke oben. Ihr Lieben, wir verlassen heute diesen wunderschönen Stellplatz. Wir genießen nochmal ein Frühstück und es hat uns hier super gut gefallen. Insgesamt waren wir 4 Tage hier. Wir haben uns jetzt verabschiedet bei Matthias und Karin. Uns hat es hier sehr, sehr gut gefallen. Die waren wirklich super nett, die Gastgeber. Und den Platz kann man wärmstens empfehlen. Genau. Wir fahren jetzt zum nächsten Platz und schauen mal, was uns da erwartet. Also kommt mit, auf geht's! Also unser Navi hatte gesagt, hier rüber weht. Ja, schlecht mit Wohnmobil. Also ist ja gesperrt. Jetzt sind wir erstmal rübergegangen und da hat uns die Chefin gesagt, dass es noch einen anderen Weg gibt. Den schlagen wir jetzt mal ein. Und hier ist es dann, der Stellplatz. Sie sagen genial, ne? Sehr schön gelegen hier am Fluss. Also ein kleines Bauernmuseum ist das. Kreatives Kunsthandwerk, Deko-Ideen im Landhausstil. Gratis Abstellplatz für Wohnmobile. 1 bis 2 Nächte. Können wir erstmal drüber fahren, jetzt rechts rum. Schild. Ja, genau, hier fehlt das Schild. Du hast den Fernsehempfang. Wenn die jetzt hier steht. Ich gesagt, hier unten, ne? Ja, jetzt wird noch gezeigt. Ja, unser neuer Stellplatz. Hier bei diesem alten Bauernhof. Den stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Das erste Highlight war ein Kräutermobil. Man konnte die Kräuter selbst pflücken und zur eigenen Benutzung verwenden. Das ist eine tolle Idee. Wir werden nun gemeinsam einen Rundgang durch das kleine Bauernmuseum unternehmen. Das ist erstmal schön. Dann weiß man, man ist hier. Herzlich willkommen. Ich dachte schon, wo ist sie? In welchem Schlangenort ist das? Eine Eskulapnatter. Ah, wie cool ist das? Die hat sich gerade gehäutet hier. Schau mal an. Toll. Der Platz von der Natter ist normalerweise bei der Milchkanne. Die Esculap-Natter gehört mit bis zu 2 Metern Länge zu den größten Schlangenarten Europas. Sie ist ungiftig. Hier hat sich keine Schlange gehäutet, sondern eine junge oder alte Frau. Und jetzt mache ich noch ein paar Fotos, die ihr euch dann in Ruhe anschauen könnt. Kommt mit herein in die Hofstatt und schaut euch um. Das finde ich ganz gut. Sie hat hier einen Eiersammelspleen und alle Wörter, so, die ihr eingefallen sind, wo ein Ei drin ist, steckt im Wort. Jetzt einige zusammengetragen und dazu hoch die passenden Eier gestaltet. Wachteleier, alle möglichen Formen von Eiern. Straußeneier, alles da. Oh Dom, was hast denn du für tolle Lederhosen an und was hast du für schöne Beine? Keine Panik, es sind nur die Tischbeine. Das hier ist kein Vogelkasten, nein. Es ist ein Zwitscherkasten und ganz spannend. Guck mal, ein bisschen näher, Beth. Achtung, oben auf, vorne rum, Gläser raus, Flasche raus. Und gleich wieder wegräumen. Zack, zack, zack. Das Motto der Hofstatt ist: Wahres Glück ist hausgemacht. Und früher war alles besser. Also eine besondere Attraktion für Leute, die nur mit Zelt unterwegs sind und es regnet, da gibt es hier noch eine Honeymoon-Suite. Oh, die schauen wir uns jetzt mal an. Ich schwenke jetzt mal runter von der Honeymoon-Suite auf dem Stellplatz. Wir waren jetzt 3 Wohnmobile über Nacht.
Ja, hast sehr schön Platz hier. Und hier siehst du auch, direkt auf der rechten Seite fließt der kleine Fluss. Honeymoon Suite. Oh oh, sehr schön gemacht. Moskitonetz. Wenn du Gewitter hast, siehst du hier vorne die Gewitterfront. Am Ende steht die Frage, gefalle ich dir schon oder trinkt man noch eins? Als Abschluss die Hofstatt aufgenommen aus der Luft mit der Drohne. Gebirgsweg Gaming, das bierige Wandererlebnis in Gaming. Hier ist der 3 Kilometer Rundweg, das ist der sogenannte Seidel-Rundweg. Der beginnt hier durch dieses Fass. Geh ich mal rein und hier ist schon das erste Bierzeichen. Mal sehen, ob wir ihn kriegen unterwegs. Immer diese Bierstapfen entlang. Die Seele des Bieres, die Gerste. Jetzt haben wir den schönen Wald verlassen. Und jetzt eröffnet sich ein wunderbarer Blick hinunter ins Tal, hier mit der Kirche. Und die erkunden wir jetzt mal. Unser Bierweg führt uns aber immer noch weiter geradeaus erstmal. Der Geistmacher des Bieres, die Hefe. Hier hat man einen wunderschönen Durchbruch durch die Klostermauer. Also wie ein Bilderrahmen. Das ist ja fantastisch. Der Geschmackgeber des Bieres, der Hopfen. Humulus lupulus. So einen blumigen lateinischen Namen trägt der Hopfen. Ist schon dran, ne? Genau hier. Da fällt mir immer der alte Spruch ein. Hopfen und Malz. Gott erhalt. Genau. Hier haben wir Hopfen. Malz haben sie hier angebaut und der Trieb ist Gott. Also, lieber Gott, wenn du mich hörst, erhalt. Der Charakter des Bieres, das Wasser. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier, das Kloster. Hier scheint es ohne Gaststätte zu geben. Genau, können wir dann was essen und trinken, gut. Jetzt erkunden wir mal hier den Innenhof des Klosters. Neben dem Vier-Sterne-Hotel befindet sich die Kirche. Gehen wir gleich mal rein jetzt. Das habe ich das erste Mal erlebt, dass du in der Gaststätte eine Fliegenklatsche kriegst, weil hier gibt es Haufen Wespen. Und das ist unser Zandernfilet, was wir uns jetzt gut schmecken lassen. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Wir sind jetzt an der wunderschönen Donau. Die ersten Kreuzfahrtschiffe kommen uns schon entgegen. Und ein wunderschöner Radweg, der immer die Donau entlang geht. Haben es natürlich auch ziemlich heiß, sind 33 Grad Außentemperatur. Also wir sind jetzt hier am Ort und hier vorne müsste dann gleich in 400 Meter Haus zur Sonne sein. Ein Platz von Landvergnügen. Da ist es doch gleich, hier an der Ecke. Wir haben Ihren Zielort erreicht. Wir haben jetzt Stellplatz gefunden, hier am Ende von Marbach. Da liegt direkt hinter den Donau
dämmen. Das ist der Hof. Äpfeln haben sie große. So, hier stehen wir. Der Platz ist sehr schön. Der einzige Nachteil ist, dass hier unmittelbar hinter dieser Hecke eine Straße ist und 50 Meter weiter die großen Kreuzfahrtschiffe, also die Flusskreuzfahrtschiffe, entlang fahren. Und hier gehen wir jetzt mal in die Donau schwimmen. Die Beet kommt auch, das Einzige, was er machen muss, diese Straße überqueren. So, meine Lieben, jetzt geht das los. Ich gehe das erste Mal im Leben in die Donau. Und da gibt es ein Lied, die Donau ist blau, so blau, ist ja gerade blau, ist grau. Stimmt nicht, wir waren drüben, in... schau mal, was da drüben kommt. Ich will mich jetzt lieber und esse Abendbrot. Also, wenn du jetzt alles Sattbeet mit reingehst, pass auf, warte mal, wenn ich reingehe. Ist kalt? Uah! Hast du Filmschuhe? Ja. Wow! Wuhu! Geil! Das ist herrlich! Jetzt schwimme ich um die Wette mit den Kahn hier. Ja, kannst mal rüberschwimmen. So, herzlich willkommen in der Donaubeet. Weißt du noch, wo wir 1976 das erste Mal in Budapest waren? Ja. Wow! Ja. Jetzt genießen wir das Bad in der Donau. Oh, guck mal. Die Donau ist blau geworden. Ist ja wirklich. Also echt, die blaue Donau. Wir sitzen jetzt am Ufer nach unserem Bade. Hier oben geht der Donauradweg entlang. Die eilen alle vorbei. Und wir haben das Bad genossen. Jetzt kommt gleich wieder ein Schiff. Das filme ich mal bitte. Jetzt kommen die Vivienne. Radreisen. Das ist, was vom Schiff bleibt. Die Wellen. Nachdem wir heute Nachmittag in der Donau schwimmen waren, haben wir uns überlegt, dass das Dach ein toller Grillplatz ist. Also, Dom ist schon bereit. Hast du schon angemacht? Läuft schon. Roster werden schon angebraten. Cambrinos Bier. Was will man mehr? Das ist Landvergnügen. Genau. Und der Platz ist wirklich auf den ersten Blick, denkst du, der ist nicht so gut, weil neben der Straße ist, aber was du hier draus machen kannst. Also. Manche Plätze sind auf den zweiten Blick genial. Jetzt haben wir diese Flasche getrunken. Hier am Donauufer in Marbach in Österreich. Und mir ist die geniale Idee gekommen, eine Flaschenpost aufzugeben. Da habe ich einen kleinen Text geschrieben, hinten drauf in Frieden, mein YouTube-Kanal. Und da bin ich ja gespannt, ob irgendjemand auf dieser Welt von den 8,3 Milliarden Menschen mal ins Wasser greift, diese Flasche rausfischt und meinen Kanal abonniert. Also, ich schicke die jetzt weg. Eindüdeln. Hier hin ist sie. Schön verstöpseln. Das ist ja das Wichtige, wenn das hält. Das wird sich bestimmt auflesen. Ja. Und jetzt? Sie schwimmt. Auf alle Fälle schwimmt sie Richtung Schwarzes Meer. Vom Schwarzen Meer durch den Bosporus ins Mittelmeer, vom Mittelmeer in den Atlantik. Und vielleicht findet in irgendeiner Südseeinsel in 15 Jahren, wenn ich das Zeitliche schon gesegnet habe, jemand diese Flasche
und versucht, meinen Kanal zu abonnieren. Aber ich glaube, wir fahren morgen diese Richtung. Vielleicht finden wir sie selber und fischen sie raus. Das wäre natürlich der Hammer, ne?